das war der Fuchs. Da callt er wieder, ja. Ich meine, wenn der jetzt uns hier vor die Hütte läuft, dann kannst du es ja mit der Armbrust mal probieren. Ja, dann hole ich nur ein Entfernungsmesser raus und dann. Das Problem ist, ich muss ja bei dem Wickel hier von oben schießen. Aber bei dem kleinen Fuchs dürfte das sogar noch gehen. Bei anderen Tieren wird es dann wieder schwierig. Weil wenn er von hier rauskommt, da habe ich ja vorher nicht gerade ein gutes Schussfeld. Das wäre wirklich. Das ist sogar relativ klein, mein Schussfeld. Ich komme hier gar nicht richtig runter. Ja, oder du gehst halt dann runter. Aber die sind halt ziemlich scheu. Ich weiß nicht, wenn du hier runter gehst mit den Geräuschen. Richtig, das könnte auch zum Problem werden. Suboptimal sein. Vielleicht callt er ja nochmal, bevor er rankommt. Dann kann man notfalls mal rechts ausweichen. Mir ist mir das auch schon passiert, dass ich hier die ganze Zeit schön stumpf aufs Feld geguckt habe und hinter mir stand die Herde. Ja, habe ich hier auch schon gehabt. Noch gefehlt, dass einem auf die Schulter klopfen. Na, schon was getroffen? Ja, Käffchen gefällig. Der Matthias hat ja gestern gemerkt, wie schnell sowas geht. Oh mit ja, dem Wildschwein. Die Wildsau, die mich umgerannt hat. Na? Ne, er möchte nicht drankommen, der Fuchs. Meine, wir ja, können ist auch er callen, aber muss ja nicht sein. Aha, da kommen die Rothirsche. Könnte natürlich auch das Weibchen von ihm gewesen sein. Ich war mir jetzt unsicher, ob er mich gefragt hat, ob ich die Spur schon mal hatte. Also für mich war es eine neue Spur. Na, dann das kommt ja aus dem Nordosten von der Straße entlang. Könnte eine neue Herde sein. Ja, wäre nicht schlecht, wenn die hier vorbeiziehen. Dann werde ich doch gleich nochmal den Ruf beantworten. Ja, geh nochmal runter, ja. Das altbewährte Spiel. Ich habe auch das Tarnzelt dabei, wenn es ist, also. Ja, ich glaube, der Hochsitz reicht völlig. Jo. Ja, die Tarnzelte sind wirklich optimal für Tarnhühner oder ähnliches. Weil das Tarnzelt auch nicht so die optimale Geruchsreduzierung hat. Aber bei den. Ah, es antwortet. Bei den Vögeln. Die haben so einen schlechten Geruchssinn, dass der hier kaum eine Rolle spielt. Wobei ich mit dem Tarnzelt auch schon einiges an Hirschen und Böcken erlegen konnte. Also ja, es geht gut, wenn du Geruchsreduzierer benutzt, dann geht es auch ganz gut. Ja. Und wenn du dann auch so callst, wie wir es gerade hier machen, so ein paar Meter weg vom Tarnzelt, ganz klar. Und was auch gut ist, anstatt den Caller, ist halt mit Geruch anlocken. Ja, auf jeden Fall. Das geht auch sehr gut. Am effektivsten ist natürlich wie immer die Kombination aus beidem. Aber die Lockdüfte machen durchaus Sinn. Der einzige Nachteil ist natürlich, wenn ihr einen Lockduft benutzt, dass die Tiere dann nicht callen. Also ihr bekommt nicht mit, ob sie sich nähern, es sei denn, ihr habt halt wirklich gute Sicht und seht es. Oder ihr wisst ungefähr, aus welcher Richtung es kommen müsste. Aber wenn ihr dann noch einen Caller benutzt, dann kann es natürlich sein, dass es antwortet. Wobei auch nicht bei jedem Caller geantwortet wird. Also da muss man sich wirklich bei jedem Lockmittel mal individuell durchlesen, wie da eigentlich die Auswirkung ist, wie die Tiere reagieren. Zum Beispiel beim Jackrabbit, der Fuchs, haben wir auch festgestellt, dass der Fuchs nicht callt oder nicht antwortet auf den Lockruf, aber ziemlich fix angetrabt kommt. Also wenn er nah dran ist und ihr callt, dann solltet ihr auf jeden Fall die Position wechseln, sonst steht er direkt vor euch. Das ist auch suboptimal. Ja, ich habe jetzt hier Sicht. Da zwischen den Bäumen kommt was durch. Ja, super. Das ist ein Weibchen. Ganz klar. Na? Noch alleine. Ja, das machen sie ja gerne. Erstmal die Frau vorschicken. Die Vorhut. Am besten mit der Aldi-Tüte in der Hand.
Ja, es ist nichts im Hintergrund. Ich meine, wenn du magst, kannst du mal mit der Armbrust probieren, von mir aus. Ja. Aber ich würde echt mal abwarten, vielleicht kommt da noch irgendwas nachgezogen. Halb gesprintet in dem scheiß Turm. Das stört sie aber nicht. Ja, schön. Also man sieht jetzt auch direkt, dass es den Punkt anfixiert, wo du gecallt hast. Richtig. Immer schön spotten, dann verbessert sich auch der Skill. Dann seht ihr dann auch rechts oben ungefähr Gewichtseinschätzung. Später kommt dann noch die Score-Einschätzung dazu und das Ganze wird dann auch immer genauer, wie höher eure Spotting-Skill ist. Das kann man dann auf der Homepage nachsehen, wie weit ihr da in welchem Skill bei welchem Tier seid. So. Ja, ich hoffe, es läuft noch mal ein bisschen. Ja, wobei, eigentlich ist die Entfernung gut, dass so ein Ja, Streben 25 bleibt. Meter, oder? Mit der Armbrust. Gut. Die Armbrust hat ein schönes Visier. Da sieht man hier an den Punkten, wie groß die Entfernung ist. So. Schön Schauen wir mal, beobachten, wie wo es weit es langläuft. kommt. Na, da könnte ich die Lunge aber verfehlt haben. So. Das gibt eine schöne Nachsuche. Ehrlich. Es kommt noch recht weit, ja. Da hinten über die Kuppe. Ja, ich hab's noch ein bisschen. Ah, das war kein schöner Schuss. Schade. Na gut, können wir uns später holen. Ich werde jetzt gleich nachstiefeln. Ich meine, wenn jetzt Okay. was kommt, dann du ja noch hier. Okay, dann bleib ich hier. Dann auf zur Nachsuche. So, wir sehen jetzt, der Treffer war Lunge Herz. Sieht man auch dadurch, dass das Blut so hell ist. Aber dafür ist es noch relativ weit gekommen. Also ein zähes Tier. Habe ich doch gar nicht so schlecht geschossen. Sowas. Ja, mit der Armbrust ist immer so eine Sache. Ich meine, es ist natürlich anspruchsvolles Jagen. Das gefällt mir ja sowieso. Allerdings ist es nicht wirklich sicher, wenn man natürlich irgendwie ein kapitales Tier vor sich hat. Da greife ich dann auch lieber zum Gewehr, bevor ich da den ganzen Score verhunze, weil der Pfeil nicht richtig sitzt. Dafür bin ich noch zu ungeübt mit der Armbrust, das gebe ich auch gerne zu. Ich kam eben gar nicht dazu, das richtig zu zeigen. Also im Armbrustvisier, im Scope, sind vier Punkte. Der erste Punkt ist quasi die Nullung für 10 Meter, darunter 20, 30, 40. Deswegen macht es Sinn, da ein Entfernungsmesser zu verwenden, weil 5 Meter Unterschied können da doch einiges ausmachen bei der Armbrust, weil der Pfeil doch relativ schnell absinkt. Schön ist sie zum Beispiel auch wirklich für Vögel. Da ist es eigentlich egal, wo ihr hinschießt. Oder für anderes Niederwild, der Fuchs zum Beispiel, den kriegt man mit der Armbrust auch wirklich relativ schnell zu Boden. Natürlich auch immer schwierig, den im Dickicht hier in Hirschfällen zu erkennen. Das ist eher das Problem. Aber man muss dann doch relativ nah ran. Wir haben es auch vorhin über die Kuppe rennen sehen. Also trotz Lungentreffer ist es noch relativ weit gekommen, das hier. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Das ist dann so schräg links und dann die erste Kuppe hoch und hinten über die zweite Kuppe auch noch irgendwie drüber. Matthias ist zurückgeblieben im
im Hochsitz, falls sich da noch was tut, nachdem das Tier ja offensichtlich alleine war. Hoffen wir mal, dass wir auch nichts weiter verjagt haben damit. Den Knall haben wir uns ja wenigstens gespart. Es wollte nicht sterben. Gut, dass das nicht männlich ist. Also der Score, der wäre ja wirklich hinüber gewesen, oder zumindest der Trophäenwert. Bei der Verwundungszeit geht der quasi geht null. Aber ich finde es schön, dass die das jetzt mit einbezogen haben. Ob ein Tier jetzt 10 Minuten lang verwundet war oder ob es direkt gestorben ist. Es gibt vielleicht eher nochmal den Anspruch, wertgerecht zu jagen. Und dann nicht irgendwie den größten Assi raushängen zu lassen. Ja, sehe ich auch so. Man muss natürlich immer gucken oder für sich selbst entscheiden, will ich das Ganze so ein bisschen Arcade spielen. Ach, da ist es. Oder möchte ich da ein bisschen die Simulation ausleben? Da wir ja eher Freunde von Simulation sind, spielen wir das Ganze natürlich auch ein wenig anders. Ja doch, Erhaltungszustand 100%, das ist natürlich der Vorteil bei der Armbrust oder bei Bögen, dass ihr da das Tier nicht so kaputt macht. Verletzungszeit 1 Minute, ja schade. Aber linker Lungentreffer aus ca. 30 Meter, dennoch sehr weit gekommen. Aber das passiert auch durchaus in der Realität, dass so ein Tier mit dem Lungentreffer noch 1 Minute rennt, bis dann wirklich die Lunge mit Blut verläuft. Ist zwar auch nicht schön für das Tier, aber man hat wirklich auch mit dieser Armbrust keine Schockwirkung. Oder kaum. Das ist das Hauptproblem. Derselbe Treffer mit der 3006 oder der 300er, da wäre wahrscheinlich gleich Feierabend gewesen. So, dann komme ich wieder zurück. So, nachdem sich jetzt nichts mehr tut, auf dem Hochsitz nach, wie lange waren wir jetzt hier? 40 Stunde? Minuten? Ja, 40 Minuten von der, waren wir glaube ich hier. Die Fresszeit ist wahrscheinlich auch schon vorüber. Werden wir uns jetzt in die umliegenden Wälder begeben. Der Matthias hat es mal eingezeichnet, hier mit der roten Linie. Mal hier einen Bogen laufen. Gucken, ob wir da noch was finden an frischen Spuren. Und sobald wir dann diese rote Linie abgelaufen haben, werden wir uns dann wieder zurück Richtung Feld begeben, so auf das Zelt zu. Und auf den Baumsitz. Und gucken, ob wir dann vielleicht doch noch was auf dem Feld sehen. Wobei jetzt natürlich auch Schlafenszeit ist. Aber vielleicht finden wir ja auch ein paar Schlafplätze. Das wäre ja quasi gefundenes Fressen. Ein gedeckter Mittagstisch. Was ein bisschen schade ist, dass wenn ich auf der Karte was einzeichne, ich das nicht auf dem Hunter-Mail sehe. Das ist schade, ja. Bis auf den Punkt eben. Und ansetzen kann mit Rechtsklick. Ja, hier Schwellen ist einfach schön gemacht, da braucht man echt nicht reden. Ja, ist mit die schönste Map, finde ich. Da kann man echt nichts sagen. Da vorne hätten wir schon mal eine Spur. Rotfuchs. Oh, Red Fox Tracking Skill Level Up. Ja, deswegen immer schön die Spuren mitnehmen. Dann bekommt ihr auch ein höheres Level. Bin ich zwar auch erst Level 3, aber auch Rotfuchs sind wir noch gar nicht gezielt gegangen. Oder ich zumindest nicht. Ja, wollen wir der Spur mal nach, weil da hätten wir sie jetzt. Ja, wir können ihm ja mal ein bisschen nachgehen, das liegt ja sowieso auf dem Weg. Ah, jetzt Leute, da ist das Telefon. Moment mal. Jo,